Was geht ab? Heute geht es darum, wie ihr die Wintermonate im Höhenflug gut übersteht. Mit viel Dopamin. Let's go! Janine kommt gleich. Ich bin der Joni. Viel Spaß! Wow. Hallo, ihr Lieben. Wir starten jetzt mal mit 5 Tipps, die euch mit Leichtigkeit durch die Wintermonate bringen. Erstens, die Tagesstruktur. Mega wichtig. Ihr fragt euch jetzt, warum Tagesstruktur wichtig ist. In meiner Arbeit habe ich das erlebt, dass halt umso mehr Struktur man hat, umso sicherer fühlt man sich. Du fühlst dich einfach viel selbstwirksamer, weil du halt selbst deinen Tag gestalten kannst und auch dir Dinge vornehmen kannst, die du dann auch schaffst. Und wenn man Dinge geschafft hat, fühlt man sich geiler. Geh raus, genieße den Tag und die Sonne. Die Strahlen, die da sind, ab auf die Haut, ab aufs Gesicht, ab auf die Zähne. Weil es macht super glücklich. Vitamin D wird produziert und das hilft dem Körper auch durch die schwierigen Monate. Immer rausgehen. Und auch wenn das Wetter schlecht ist, es mal regnet oder bewölkt ist, trotzdem rausgehen. Denn das UV-Licht kommt trotzdem irgendwie durch und kommt auf deine Haut. Aber nicht zu dick anziehen, ne? Sonst kommt es nicht durch die Haut. Schaff dir ein Haustier an. Und am besten eins, was Fell hat. Weil so Streicheln und so Schnurren, zum Beispiel Katze oder Hund, das macht super glücklich, weil da wird dieses Glückshormon ausgeschüttet, das Oxytocin. Das stärkt die Bindung und auch die Beziehung. Und natürlich auch, wenn du einen Partner hast, viel kuscheln, ja, Körperkontakt ist eigentlich der wichtigste Heilmittel, um glücklich durchs Leben zu gehen. Es ist quasi eine Geheimwaffe. Geheimwaffe kuscheln. Eine coole, kleine, winzige Geheimwaffe ist, macht Sport, auch wenn es hart ist und ihr keinen Bock habt. So 20, 30 Minuten am Tag reichen vollkommen aus. Dann ist der Körper mal so richtig durchgeschwitzt, mal so richtig, der Puls mal richtig hochgegangen. Ich weiß gar nicht, was da für ein Hormon ausgeschüttet wird. Ja, das Dopamin, genau. Man wird zufriedener einfach. Leute, die jetzt zugucken, die selber viel trainieren, die laufen oder joggen oder schwimmen gehen, die werden das bestimmt bestätigen können. Also Leute, macht Sport. Das sagt sogar die Wissenschaft, nicht nur ich. Yo, hi Kathi, ich ruf dich an, weil mir geht's gerade nicht so wirklich gut. Und der letzte Tipp, den ich euch geben kann, ist, dazu hatten wir auch schon ein Video gemacht, vielleicht können wir das mit einblenden zum Thema Netzwerk. Ruft eure Freunde an und teilt euch mit, sagt euch zum Beispiel, hey, mir geht's scheiße, wollen wir uns treffen, ich will gerne darüber reden, ich habe irgendwie gerade keinen Antrieb. Fühle mich irgendwie, habe ich das Gefühl, dass es momentan nicht gut geht, meine Motivation nicht hoch ist. Ruf einfach jemanden an, erzähl es jemandem, du wirst sofort merken, die Motivation, die Stimmung, geht sofort nach oben. Noch ein wertvoller Hinweis ist zum Beispiel, gesund zu kochen. Das heißt, gesund und vollwertig, viel Gemüse, kein Fastfood, nicht so viel Zucker, weil dann hat man so viel Insulin, geht immer wieder nach oben und dann hat man natürlich einen riesen Absturz danach, wo es dann wieder in den Keller geht. Probiert's mal aus. Was noch ein Tipp ist, hat mir gerade eben der Joachim nochmal gesagt, unser Kameramann, und auch aus meiner Erfahrung, Ordnung ist halt wichtig. Also wenn man so ein bisschen strukturierter in der Wohnung ist, dann gibt einem das auch so, ähnlich wie am Anfang mit der Tagesstruktur, so Sicherheit. Du weißt, wo alles steht, du musst dir keine Gedanken machen, dein Auge entspannt sich, dein ästhetisches Auge entspannt sich. So wie es in deiner Wohnung aussieht, so sieht es auch in deinem Kopf aus. Stimmt's, Uschi? Die Gesamtheit ist mehr als die Summe der einzelnen Teile. Und so ist das auch. Das heißt, wenn ihr die verschiedenen Punkte in euren Tagesablauf integriert, umso glücklicher und umso weniger Trübsal werdet ihr blasen. Und wenn du jetzt keinen Bock drauf hast, weil du halt ein bisschen traurig bist und depressiv verstimmt, dann tu es trotzdem. Do it, do it, do it. Ja? Gebt Gas, Leute. Du kannst nichts verlieren beim Probieren. Und wenn es einen Tag nicht klappt, drauf geschissen, nächsten Tag ist ein neuer Tag. Ich hoffe, es war was für dich mit dabei. Bin gerade ein bisschen platt, aber es tut gut, fühle mich gut. Wenn du denkst, dass du trotzdem einen kleinen Extra-Kick brauchst und eine intensivere Unterstützung, um deine depressiven Verstimmungen gut zu überstehen, dann melde dich bei uns. Wir machen ein kostenloses Beratungsgespräch und schauen, ob und wie wir dich unterstützen können. Alle Infos hier unten. Macht's gut! Ich weiß nicht, ob ich mich von mir selber beraten lassen würde, aber whatever. Jeder hat seine Stärken und Schwächen, ne?
habe noch einen ganz speziellen Dopamin-Boost für euch. Das ist mein Trampolin-Dance. Der ist auch sehr hilfreich. Könnt ihr mal ausprobieren. Bisschen. Oh, ich hab. Okay. Auf geht's. Das geht an diese Leute, die im Winter traurig sind. Ich sag, komm, ich glaub an dich, mein Kind. Du schaffst es schon. Ja, es wird sich schon lohnen. Du wirst es schon schaffen. Ja, du musst einfach diese Sachen machen, die in diesem Video aufgelistet worden sind. Vor der Kamera sein ist nicht so leicht wie dahinter. Ich finde mich, ich bin gerade richtig behindert. Keine Ahnung, ich laber einfach ein Zeug. Alles, was mir in den Kauf, teile ich mit euch. Das ist die Natur von Freestyle-Rap. Manchmal ist es so, dann machst du dich mal halt zum Depp. So wie im Winter, wenn du diese Sachen, die wir gezeigt haben, versuchst umzusetzen, dann wirst du ein kleiner Feighase. Und du weißt, dass du es eigentlich schaffen kannst, aber du hörst auf die negative Stimme von diesem Mann in deinem Kopf. Hör nicht mehr da drauf. Sehr gut. Liken, abonnieren, kommentieren und am besten noch ein Video gucken. Wir sehen uns vielleicht auch im kostenlosen Beratungsgespräch. Let's go. Ich freue mich. Schönen Tag noch. Du musst jetzt abonnieren. Sonst habe ich keine Power mehr. Los! Genau, ja, fast schon drauf mit der Maus. Genau da klicken. Los! Endlich, mein Lieber, meine Liebe.